Seien Sie herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Täglich neu mit guten Gedanken zu einem Bibelwort aus dem Herrnhuter Losungsbuch. Schön, dass Sie sich heute die Tageslosung anhören und die Andacht dazu. Am 12. Januar 2023. Mein Name ist Golde Wissner, ich bin Pfarrerin in Wankheim und in Jettenburg. Heute ist uns ein Text aus dem 5. Buch Mose gegeben, aus dem 10. Kapitel, der 12. Vers. Nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest? Dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ja, eine Frage, die für mich so klingt, ist das etwa zu viel verlangt? Gott lieben, ihm von ganzem Herzen dienen und in seinen Wegen wandeln. Ist das zu viel verlangt? Ich finde es gar nicht so einfach, wenn ich eine Weile drüber nachdenke. Denn wie geht das denn, von ganzem Herzen und ganzer Seele Gott dienen? Wenn ich mich kritisch hinterfrage, merke ich, selbst wenn mein Beruf als Pfarrerin ja im Dienst des Herrn steht, ich weiß nicht, ob ich jede Minute ganz bewusst in diesem Dienst bin, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich, dass man im Alltag und in all dem, was da so zu tun ist, in all den Sorgen, die man vielleicht auch hat, dem Alltagsgeschäft, da auch nicht immer Gott im Sinn hat. Spannend finde ich auch diese Aufforderung, du sollst in allen seinen Wegen wandeln. Schön ist doch, dass es viele Wege zu geben scheint. Aber es klingt auch deutlich darin, du sollst nicht auf den falschen Weg geraten. Vielleicht hilft uns bei all diesen Fragen, die dieser Text vielleicht auch aufwirft, auch Anfragen an sich selber, wenn wir uns den Lehrtext aus dem Neuen Testament noch dazu anschauen. Da steht im 1. Johannesbrief, 2. Kapitel, Vers 5. Wer sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Das klingt jetzt ein bisschen einfacher, auf jeden Fall kürzer. Aber wie geht das denn, sein Wort halten? Auch hier merke ich, wenn ich eine Weile drüber nachdenke, wird es doch wieder schwieriger. Und das Wort halten, das gelingt uns auch nicht immer. Auch wenn wir es gerne wollen, das, was wir versprochen haben, auch einzuhalten, nicht immer geht das. Manchmal ist das, was wir uns vorgenommen haben, und das machen wir jetzt am Jahresanfang, wir setzen uns neue Vorsätze fürs Jahr. Aber immer gelingt das dann doch nicht mit dem Wort halten. Ich glaube, die Lösung liegt darin, dass es hier um sein Wort geht, um Gottes Wort, um seine Verheißung, dass wir daran festhalten. An diesem Gott, der letztlich doch nur unser Bestes will. Deswegen auch diese eindringliche Forderung. So viel verlangt ist es doch gar nicht. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und ihm von ganzem Herzen dienen. Und das tust du schon
fast automatisch, indem du an ihn glaubst und seine Verheißungen. Und dann sind wir auch in allen seinen Wegen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch spüren heute, an diesem Tag und an allen Tagen, die da kommen werden.